So, herzlich willkommen wieder zurück. Ich befinde mich noch in derselben Aufnahme wie vor Weihnachten. Inzwischen vom Veröffentlichungsdatum haben wir jetzt nach Weihnachten die Weihnachtszeit. Hoffentlich habt ihr es ja alle gut überstanden. Wir sind jetzt gerade am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich freue mich schon riesig auf diesen Tag und auch auf den Tag danach. Denn es sind beides Feiertage und ich habe frei. Ha. Viel mit der Familie Weihnachtsfeiertage machen wir nicht. Oder ich zumindest nicht. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Viele besuchen ja dann die komplette Familie an den Feiertagen über. Bei uns ist das im Regelfall nicht so. So, dann machen wir noch ein paar schöne Bilder hin. Eben bei uns ist das nicht so der Fall. Wir feiern im Regelfall Weihnachten selber, feiern wir bei der Familie. Und dann gibt es danach gibt's nicht mehr so viel, wo man dann was besucht oder sonst irgendwas. Das mit dem Brunnen haben wir aber schon. Wir können auch mal gucken, dass man da irgendwo ein großes hin macht. Ja, genau, ein Vorhang. So. Von der Raumhöhe reicht es nicht für ein Riesenbild. Aber das sieht doch relativ schön aus. Nur noch ein, zwei darüber. So, wunderschön, wunderschön. Halloween. Da muss ich auch mal mit meinem Texturenpack-Macher sprechen. Das Bild muss raus. Das gefällt mir auch nicht. Kühlschrank bringt auch nichts. Ich hasse Bilder zu setzen. Man setzt 100.000 Bilder und das kommt jedes Mal nur Scheiße raus. Und sobald man irgendwo einbilden möchte, das kommt definitiv nicht. So, jetzt endlich. Ah, da liegt das Bild. Warum springen die so in der Gegend rum? Das hatte ich auch noch nie. So, ein paar neue Öfen brauchen wir. Crafting Table brauchen wir. Kleinen Moment, ich muss mich anders hinsetzen. Aua! Ah. So. Und frisch weiter. Falsche Taste. Crafting Table. So. Das setzen wir jetzt. Nein. Na, das machen wir ganz anders. Das setzen wir hier das Crafting Table hin. Und setzen da dann erstmal zwei Öfen nebendran. Und dann fangen wir da nämlich an, die Küche einzurichten. Cleanstone haben wir auch. Ja, da brauchen wir noch mehr. So, zack, 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 zack. Dann kommt hier so ein Dekostein hin, da können wir nämlich nach oben was draufstellen. So. Dann brauchen wir jetzt Zäune. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier noch alles drin haben. Zäune haben wir nämlich hier noch drinne. Treppen haben wir hier noch drinne. Lehm bräuchten wir, dann könnte man ein paar Blumen noch hinstellen. Frage ist bloß, finden wir das jetzt so einfach? Durch das Eis, durch... Das Eis hat natürlich auch einen Vorteil. Es fließt nicht gleich Wasser nach.
Dann nehmen wir nämlich jetzt das so, so. Und jetzt werden wir ja wohl irgendwo Lehm finden. So, wie gesagt, wir befinden uns jetzt nach Weihnachten schon. Ich wäre mal ein bisschen neugierig. Mich würde mal einfach interessieren, was habt ihr dieses Jahr zu Weihnachten bekommen? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Habt ihr das bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Ich sag zwar zum einen, klar, es ist alles so Kommerz und so weiter und so fort, aber es ist ja trotzdem irgendwie immer ein bisschen interessant. Man wünscht sich ja irgendwas zu Weihnachten. Habt ihr bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Habt ihr irgendwas anderes bekommen? Wart ihr zufrieden? Mit dem, was ihr bekommen habt. So. Wundervoll. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Zack. Zack. So, zack. Zack. Oh, da müssen wir auch noch zumachen irgendwann mal. Oh ja, haben wir ja noch Zeit. Haben wir ja noch Zeit. Also wie gesagt, ich habe mir zu Weihnachten nur das Geld gewünscht. Deswegen wird es wahrscheinlich bei mir auch nichts so Brillantes zu erzählen geben. Außerdem befinde ich mich ja jetzt noch gute Zeit vor Weihnachten. Bringt es was? Normal geht das auch von alleine. Ah, machen wir mal so eben kurz das Feld zu. So, zack. Gott. Wasser bringt nämlich auch nichts, das Feld. Wie war denn das jetzt eigentlich mit Blumentöpfe? Mal ganz kleine Moment. Moment. Ich habe mir extra das Notebook hingestellt, damit ich nebenher gucken kann. Blumentopf hier. So. Ah, okay. Also brennen müssen wir es auf jeden Fall. Dann schmeißen wir es doch gleich mal in den Ofen, solange wir das Feld zumachen. Dann können wir noch gleich Blumentöpfe hinstellen. Den Ofen. Ofen ist das hier. So, 8 Kohle. Und 8 Kohle hätten wir jetzt nicht gebraucht. Und dann machen wir hier weiter, hüpfen wir weiter das Feld zu. So, da auch noch. Weg mit. Danke. Aber ich habe jetzt. Ja. Ich sag ja auch, weil hab ja auch letzte Folge schon erwähnt, dass Weihnachten für mich nicht so was Besonderes ist. So. Jetzt können wir es gerade nochmal drüber schneiden lassen, sonst sieht es so komisch aus. Wunderbar. Hat. Das ist die Küche. Genau, so sieht es besser aus. Bis auf das. Aber die Birke vorm Haus, die gefällt mir. Die bleibt da. Die hat Sonderrechte. Holz brauchen wir auch noch. Das sieht mit Sicherheit nach. Aber wenn der Schnee wieder weg ist, sieht das alles recht schäbig aus. Holz. Wir werden aber gerade buchen, lieber. So. Ja. Und erste Lehmziegel sind fertig.
Ha, wunderbar, funktioniert. Wie war denn das jetzt? Ich stehe hier. Ah ja, okay. Zeit für in die Nacht? Ist auch schon Zeit für Ende der Folge? Glaube nicht. Moment. Nein. So. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Und wir brauchen definitiv mehr Platz. Gehen wir erstmal kurz schlafen. Gute Nacht. So. Nee, oben wollte ich weiterbauen. Holz habe ich jetzt dabei. Ja, dann schmeißen wir mal noch ein bisschen Schund in die Kiste. Das kann weg. Das kann weg. Das kommt da hoch. Das kommt da rein. Nein, das bleibt hier. Das kommt da rein. Das kommt rein. Das. Ah, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Fackeln wollen wir behalten. Stäbe schmeißen wir da noch eben rein. So. Dann brauchen wir jetzt Tischplatten. So, zack. Zack, zack. Ja, genau so. Ach, da ist eine Fackel, deswegen geht das nicht. So. Aber irgendwo braucht man die Fackeln. Können wir die Fackeln an die Steine hier dran setzen? Naja, aber wir können sie so dran stellen. So, zack, zack. Dann ist nämlich hier auch beleuchtet. Stufen. Haben wir jetzt die Stufen gerade wirklich wieder in die Kiste reingeschmissen, obwohl wir sie brauchen? So. So. Immer dasselbe Problem. Oh Mann. So. So. Na, das geht nicht. Kommt das wieder weg? Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Dann machen wir nur einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen. So. Zack, zack. Und sperren uns selber ein. Optimal. Jetzt wundervoll. So ist schön. Dann können wir da das nämlich lassen. Dann holen wir noch mal kurz diese Half-Steps. Dann machen wir das nämlich so. Da können wir noch einen Ofen reinklatschen. Noch mal einen Ofen, 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 Ofen. Cobblestone. Zack, 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 zack. Setzen die Fackel auch wieder dahin. Und setzen einen Blumentopf hier so. Wo sind die Blumen? So.
So, Blümchen. Und dann kommt hier das Blümchen rein. Wundervoll. Wunderbar. Ja, dann haben wir unsere Küche jetzt auch so weit mal eingerichtet. Schmeiß mal da gleich. Lassen den Rest noch zu Cleanstone nämlich brennen. Können wir die Kraft der Kohle nämlich noch nutzen. Dann schauen wir noch kurz runter zu unserer Plantage. Wir sind aber auch schon wieder am Ende angelangt, unsere Folgen. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich darf mich verabschieden. Ich stelle mich gerade dazu in die Küche rein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit eurem Dark Dragon 90. Ciao.